Ex-GZSZ-Star Sila Shahin schwelgt im doppelten Mama-Glück. Ihre kleinen Söhnchen Elia und Noah sind ihr großer Schatz. Elia ist im Juli 2 geworden und Noah ist 1 Jahr alt. Die beiden sind gerade einmal 11 Monate auseinander und einfach zuckersüß. Immer wieder postet die 34-Jährige niedliche Fotos mit den Knirpsen und Ehemann Samuel Shahin Radlinger und gewährt uns private Einblicke in die eigenen 4 Wände. Bald steht bei Familie Shahin Radlinger ein großer Umzug an. Sie ziehen von Berlin ins schöne Österreich. Aus den kleinen Großstadtkindern werden dann waschechte Landeier. Also wir waren ja schon 5 Monate während der, ja immer noch in der Corona-Zeit, in Österreich und haben ein bisschen Probe gewohnt und haben uns da total, also mein Mann ist ja auch Österreicher, also ich habe mich total in Österreich verliebt. Und ich freue mich da jetzt einfach drauf. Und auch ihren 2 Goldstücken, Elia und Noah, gefällt die neue Heimat richtig gut. Also die Kinder sind lieber dort als hier, weil da können sie ohne Schuhe rumlaufen. Da haben wir direkt auf dem Land gewohnt mit Rasen und Weiden und Felder. Und hier ist es jeden Tag ein Problem, denen die Schuhe wieder anzuziehen. In ihrer neuesten Instagram-Story zeigt uns Mama Sila einen herzergreifenden Moment mit ihren beiden Jungs. Söhnchen Elia kann schon laufen und bringt seinem Bruder Noah das Fläschchen zum Kinderbett. Noah greift hastig nach seiner Milch und macht es sich wieder im Bettchen gemütlich. Die beiden sind schon jetzt ein eingespieltes Geschwisterduo und unfassbar goldig. Am nächsten Morgen kuscheln die Mini-Shahins dann gemeinsam mit Mama im großen Bett. Und wir sind ganz verzückt von diesem tollen Dreamteam.